Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen zu diesem dritten Kapitel von Flucht. Ja, Flucht Nummer 3. Jetzt versuchen wir das Monster sogar zu töten. Wer unser Kapitel 2 geguckt hat, der wird wissen, dass wir hier einen Cut gemacht haben, um Kapitel 3 extra abzuhandeln. Genau, ganz genau. Und dann haben wir jetzt 2 Wochen Pause gemacht und wir haben uns extra die gleichen Klamotten wieder angezogen, wie damals vor 2 Wochen. Genau, quasi. Super, alles exakt gleich. Es steht auch alles im Hintergrund wieder genau wie vorher. Ganz genau. Und wir haben eine Belohnung. Beginnt ihr das dritte Kapitel zum ersten Mal, habt ihr die folgende Wahl, bevor der nächste Gejagte an die Reihe kommt. Entweder legt ein Gejagter eine Karte auf den Ablagestapel oder ihr deckt eine Karte vom Stapel auf. Die ein Gejagter als Handkeil vor sich auslegt, schafft ihr es bis zum Ende der Flucht. Ihr könnt diese Belohnung nur einmal nutzen. Offene Karten auf dem Stapel. Ab jetzt deckt ihr die oberste Karte des Stapels auf, sodass ihr schon sehen könnt, was ihr als nächstes zieht. Alternativer Spielbeginn. Wenn ihr das Spiel verliert, interessiert uns nicht, wir gewinnen. Wir dürfen auch eine aus der Mitte loswerden. Wir dürfen eine Karte auf den Ablagestapel legen. Oder eine. Ich könnte jetzt natürlich auch auf den Weg das Gift loswerden. Ja, aber auch das Gift wäre vielleicht besser. Aber wir sehen doch, was kommt. Da haben wir nämlich noch ein Gift. Das kriegt er, beziehungsweise der Hutmacher ist ja jetzt dran. Wir haben uns ja darauf geeinigt, das letzte Mal, dass der Hutmacher an der Reihe ist. Wir hoffen, das klappt, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, er wäre jetzt... Was für eine Karte dürfen wir jetzt wegtun? Also ich würde fast aus der Mitte, würde ich sagen, das, weil wir halten dann noch die Möglichkeit, ein Gift nochmal so, weißt du, das ist ja, wir haben Sinn, wir können das Gift dann noch einmal nutzen. Ja, wir diskarten hier das Gift und nehmen nicht diese Karte. Das heißt, jetzt ist der Hutmacher dran, er zieht eine Karte, blöderweise ist das Gift. Wir dürfen die jetzt auch wieder aufdecken? Aufdecken. Jawohl. Aha. Aussetzt! Oh, perfekt. Genau das, was wir brauchen. Wanderpokal. Tausche den Wanderpokal mit einer Karte, nicht das Monster des nächsten Gejagten. Das nächste Gejagte ist Louis. Er hat dauerhafte Karte zerstören. Das heißt, wir müssen uns jetzt von einer dieser schönen dauerhaften Karten verabschieden. Im Moment bin. Ah, okay. Weil ich das ausspielen muss. Ja. Dann würde ich sagen, seine weg oder deine weg? Er hat jetzt seine nicht weg, weil er hat sonst bloß Gift für die nächste Runde. Ja, ja, dann haben wir die Chance, dass wir es noch loswerden. Das heißt, der Wanderpokal geht an Louis. Es wird eine Karte zerstört. Wir entscheiden uns leider für Georgs Karte. Ja, also diese auch, hier. Ja, die Dauerkarte. Ja, leider. Die war cool. Wir hatten es jetzt lange Zeit treue Dienste. Aber war da nicht auch was, dass wir uns mal eine Karte nehmen konnten aus der Mitte? Da gab es auch irgendwas, oder? Ah ne, das war dieser Müllsammler, war das? Genau, oder? Das war der Müllsammler. So. Mhm. Das heißt, jetzt ist Louis dran und er holt sich jetzt die Alles muss raus Karte. Genau. Das ist natürlich echt total für den Allerwertesten. Spiele so lange eine Handkarte nach der anderen aus, bis du keine Handkarte mehr vor dir liegen hast, inklusive aller Karten, die du durch diese Aktion ziehst. Bla bla Sülz. Nachdem du deine letzte Karte gespielt hast, beendest du den Spielzug und ziehst den Regeln entsprechend eine Karte. Super, das heißt, er spielt diese Karte, ohne dass sie irgendwie einen Effekt hat. Stopp, er muss ja eine Karte aufziehen und das heißt, er muss diese Karte dann auch tun. Aufziehen erst am Schluss. Nachdem du die letzte Handkarte, er spielt alle Handkarten, er hat aber nur die. Ja, okay. Und sagt einfach nur, spiele alle, das heißt, er zieht leider nur die Aussetzen. Okay. Mhm. Oh oh. Jetzt könnten wir uns überlegen... So viel du willst. Dauerhafter Effekt. Spiele so viele Handkarten nach der anderen aus, wie du möchtest. Doch, das ist natürlich schick. Die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt überhaupt noch zu gewinnen? Was ist das für eine? Die? Was macht die? Ziehe eine Karte vom Stapel und lege sie als Handkarte vor dir aus und lege eine deiner Karten verdeckt oben auf den Stapel. Das könnte ich doch machen, oder? Ja, aber sobald er drankommt, was ist denn das mit dem Pfeil hier dabei? Weil das ist der Bonus weg. Deswegen hätten wir das eigentlich jetzt nutzen müssen. Okay.
Wow, aber ich bin dran. Ich muss was tun. Ja, oder kann ich jetzt den Effekt, das kann, können wir noch könntest mal, du nutzen, ne? Vorher könnten wir es nutzen. Ziehe eine Karte vom Stapel und lege sie als Handkarte vor dir aus. Und lege eine deiner Karten verdeckt oben auf den Stapel. Dann aktivieren wir das mal, ne? Mhm. So, und jetzt kannst du... Ah, neue Spielrichtung. Stopp. Aber die muss ich hier oben drauf legen. Nee, musst du nicht. Ist optional. Und, oder? Und lege eine deiner Karte verdeckt oben auf den Stapel. Okay, dann musst du das wohl. So. Und was bringt uns das jetzt? Gar nichts, ne? Nö. Ich spiele aber den hier aus, so viele wie du willst, dauerhaft Effekt. Und dann haben wir verloren. Inklusive aller Karten, die du durch die Aktion ziehst und erhältst, du darfst auch keine Handkarten ausspielen. Sollten sich die Aktionen von Karten widersprechen? Spielst du diese Karte? Ich muss sie aktivieren quasi. Ja, und dann haben wir jetzt verloren. Genau. Und dann müssten wir jetzt den kompletten Nachziehstapel hier oben auflegen und nochmal neu durchspielen. We'll be right back.